Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Star Wars Basis Community Video. Wie jeden Montag stelle ich euch heute die neuesten News der Star Wars Welt vor, zeige euch Kreationen aus der Community und beantworte am Ende eure Fragen. Wie auch die Fragen, ob Cortosis oder Beskar besser ist, warum alle ein Drama um Omega machen und wann die Inquisitoren in Star Wars eingeführt wurden. Fangen wir aber erstmal mit den News der letzten Woche an. Natürlich ist wie momentan jeden Freitag eine neue Folge von The Bad Batch erschienen. Ihr wisst es ja bereits, zu der Folge habe ich schon ein Easter Egg Video gemacht und es gibt dazu auch einen Nachbesprechungsstream auf Holonews. Findet ihr beides am Ende des Videos in der Endcard verlinkt. Ansonsten sind in der letzten Woche noch ein neuer Charakter für The Bad Batch, wie auch die Titel von 5 Bad Batch Episoden geleakt worden. Falls ihr diese jetzt hier nicht sehen wollt wegen Spoilern, spult einfach circa eine Minute vor. Der Charakter ist als Actionfigur aufgetaucht, Captain Ballast. Ein Klon, der scheinbar immer noch seine Rüstung mit Legionsbemalung hat. Da wir bisher bei den imperialen Klonen nur gesehen haben, dass die nur noch weiße Rüstungen tragen, können wir davon ausgehen, dass Ballast vermutlich kein Imperialer ist. Ansonsten habt ihr hier noch die 5 geleakten Folgentitel der Folgen des Julis. Hier werde ich auch nicht allzu groß jetzt darauf eingehen, näher darauf eingegangen bin ich schon in meinem Holonews-Video dazu und am Mittwoch werde ich auch noch ein Video darüber machen, wie es mit The Bad Batch in den nächsten 8 Folgen weitergehen wird. Und da werde ich auch nochmal tiefer auf diese Titel eingehen. Und dann haben wir noch die Aussage von Temuera Morrison, dem Schauspieler Boba Fett, dass er 7 Monate von zu Hause weg war, um The Book of Boba Fett aufzunehmen. Da die Dreharbeiten von The Mandalorian meist nur halb so lang gingen, ist das schon eine Menge, diese 7 Monate. Das kann verschiedene Gründe haben. Book of Boba Fett könnte größer und ambitionierter sein, Corona oder Neuverfassung der Drehbücher hätte den Dreh verlängern können oder Temuera Morrison hat schon direkt seine Aufnahmen für andere Serien mitgemacht oder da waren noch andere Projekte mit drin, die gar nichts mit Star Wars zu tun haben. Genau können wir das nicht sagen. Das waren aber auch schon alle News der letzten Woche. Wenn in dieser Woche was Neues passiert, werdet ihr das aber natürlich nächsten Montag hier in meinem Community-Video erfahren. Oder ansonsten noch zeitiger auf Holonews. Aber kommen wir damit zu den Kreationen, die ihr in der letzten Woche hochgeladen habt. Basics 501. Legion hat einen Helm von Jesse selbst mit 3D-Drucker gedruckt und dann selber bemalt. Sehr, sehr cool. Und von Ash 3233 stammen 9 verschiedene Klonhelme, die auch alle ziemlich gut aussehen. Daze Dumbledore hat einen Klon der 501. designt, mit dem Namen CT1938 Scratch. Von Robin Haag 939 stammt dieses kleine Mock eines mandalorianischen Helmes und Captain Bax hat einen eigenen Klon-Commander Bandox designt. Auch von Mjolnir TV stammt ein eigener Klon und Niels Pratt hat dieses Bild gezeichnet, genannt Verlorene Schlacht im Paradies. Mock Kaur hat einen Nebulon B-Fregatten Mini-Mock gebaut und von Pappnase HD stammt dieser Mythosaurier-Schädel an einem Baum. Basti hat einen Mock eines abgestürzten Arkitens-Kreuzers im Mini-Format gebaut, sehr cool. Und von Twitch Denox stammen einige Zeichnungen eines Sternzerstörers, einer Rüstung, verschiedenen Fahrzeugen und nochmal verschiedenen Rüstungen. Darth Pumpkin YouTube hat aus Lego einen eigenen Barkspeeder gebaut. Und von Einfach Dimitri stammt dieses Bild des Angriffs der 41. mit Effekten von Robin aus dem SWBU. Blue hat einen Mandalorianer namens Blue Fett designt und Sweetie hat einen Mock des Imperiums auf Hoth gebaut. HotDogGamer24 hat einen Mock der Gründung der Galaktischen Allianz gegen die Wong gebaut, was sehr cool aussieht, und der allerechte Imperator hat einen Mock der Schlacht von Kashyyyk gebaut. Einfach Dimitri hat nochmal einen Dschungel auf Kashyyyk Mock gemacht. Und von Filtig stammt eine Zeichnung von Arc Captain Fordo Arc 77. CT270626 Luca hat 2 verschiedene Klonhelme gemalt, sehr cool. Und von Laurinator TV stammt ein riesiges Mandalorian Mock und ITT Mock. Das sieht absolut krass aus. Schreib mal gerne unten in die Kommentare, wie lange du für den Bau gebraucht hast. Von Arca stammt eine eigene Minifigur eines Sith der Alten Republik und FA-FIS-60 hat eine Klonbüste selbst gedruckt. Myrdin hat ein eigenes Kostüm eines Inquisitors für die Lichtschwertgruppe der 416. Legion, was ziemlich cool aussieht. Und Schlingelking hat ein Hauptquartier des KJ-Widerstands als Mock gebaut.
Und von Jimmy T stammt noch dieses Mock, was, glaube ich, ein Geonosis-Mock sein soll, was aber auch ziemlich cool aussieht. Das waren aber auch schon alle Kreationen der letzten Woche. Wenn ihr euch die Kreationen selber anschauen oder eine Kreation auch selber hochladen wollt, kommt gerne auf den Star Wars Universe Discord-Server. Den Server findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. Falls ihr noch nie auf dem Server wart, schaut mal beim Choose Your Fate-Kanal vorbei und klickt da auf mein Logo als Reaktion. Dann schaltet ihr die Star Wars Basis-Kategorie frei und könnt dort auf den Kanal Community Creations kommen. Und da könnt ihr euch die Kreationen anschauen und auch selber hochladen. Und wenn ihr einmal bei Choose Your Fate seid, checkt natürlich auch gerne die anderen YouTuber aus, die bei dem Projekt mit dabei sind. Bevor wir jetzt zur Beantwortung eurer Fragen kommen, gibt's noch einmal kurz Werbung für den Taschengeld-Dieb. Auf taschengelddieb.de findet ihr eine Menge an coolen Sachen. Darunter Lego, Warhammer-Sachen, das heißt eben auch Modellbausachen wie Warhammer 40k, Warhammer Age of Sigmar, aber auch ganz viele Star Wars-Sachen, also auch Lego Star Wars, aber auch sowas wie Star Wars Legion, Star Wars Armada und Star Wars X-Wing, die ich ja auch persönlich selber sehr gerne spiele. Und hier gibt's zwischendurch auch super gute und viele Angebote. Wenn euch das Ganze interessiert, schaut mal unten in die Videobeschreibung rein, also wenn ihr Lego Star Wars kaufen wollt oder neue Star Wars Legion Sachen, Star Wars Armada oder das mal anfangen wollt, das kann ich euch nur empfehlen. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link zum Taschengelddieb und wenn ihr über den Link was bestellt, kriege ich auch eine kleine Provision, mit der ihr mich riesig unterstützen könnt. Und das ohne, dass für euch da Mehrkosten entstehen. Schaut einfach mal rein, ob euch da irgendwas gefällt, das kostet ja nichts. Und vielen Dank, falls ihr da über meinen Link irgendwas bestellt. Aber kommen wir damit zur Beantwortung eurer Fragen. Und ihr wisst ja, die Hälfte der Fragen stammt von Mitgliedern, wenn die genug Fragen gestellt haben. Laszlowski schreibt, wann wurden Inquisitoren in Star Wars eingeführt? Waren sie damals schon George Lucas Idee oder erst jetzt für die Serie? Ob sie wirklich komplett aus dem Kopf von George Lucas kommen, können wir nicht so wirklich sagen. Aber sie waren damals definitiv schon da. Denn schon 1981, bevor Episode 6 überhaupt rauskam, sind Inquisitoren das erste Mal erschienen, beziehungsweise eine Erwähnung der Inquisition als eine imperiale Institution. Nämlich im Star Wars Radiodrama, was eben kurz nach Episode 5 1981 im Radio in den USA lief, wurden die Inquisitoren erwähnt. Und seitdem sind die auch in verschiedenen Quellenbüchern aufgetaucht und in Legends gab es halt sehr viele verschiedene Inquisitoren. In den Young Jedi Knights Romanen war das, glaube ich, wo es um die jungen Kinder von Han und Leia, also Jaina, Jason und später auch Anakin geht. Da sind ein paar Inquisitoren aufgetaucht. In Jedi Knight Dark Forces 2, glaube ich, ist es, haben wir natürlich auch Jarek, der ein ehemaliger Inquisitor war und jetzt sich der Pentastar Allianz angeschlossen hat und für die arbeitet. Und somit haben wir in Legends definitiv viele Inquisitoren. Also die sind nicht erst für die Comics und Star Wars Rebels eingeführt worden. Die Comics und Star Wars Rebels haben die Inquisitoren nur anders nochmal neu entworfen, würde ich sagen. Denn dass es so verschiedene Schwestern und Brüder gab mit diesen Rüstungen, das hat mit den eigentlichen Inquisitoren aus Legends im Prinzip rein gar nichts zu tun. Aber wie gesagt, ob das jetzt wirklich komplett aus George Lucas Kopf war oder ob jemand ganz anderes für das Radiodrama verantwortlich war und dann halt die Autoren für die Quellenbücher und für die weiteren Romane sich das alleine ausgedacht haben und es da keinen weiteren Input von George Lucas gab, das können wir nicht so wirklich sagen. Ich würde aber sagen, dass die eigentliche Idee dieser Inquisition durchaus von George Lucas kam. Wäre meine Ansicht dazu. Von Jan stammt die Frage, welche Zeitrechnung es in Star Wars gab. Klar, es gibt vor bzw. nach der Schlacht von Yavin, was aber ja auch nur für die Rebellen und die Neue Republik sinnvoll war. Welche Zeitrechnung gab es denn für die anderen Gruppierungen? Und hier wissen wir natürlich nicht allzu viel. Wir wissen aber, dass die Rusan-Reformation für die Republik definitiv ein wichtiger Zeitpunkt war und dass zumindest in Legends eine Zeitrechnung ab der Rusan-Reformation gemacht wurde. Das war ja punktgenau 1000 Jahre vor der Schlacht von Yavin und da schienen die Sith als besiegt und die Republik wurde halt neu aufgestellt mit neuen Gesetzen und deswegen hat die Republik ab dort ihre Zeitrechnung gehabt. Und das Imperium hat es im Prinzip ähnlich gehalten. Das Imperium hatte das Jahr 0 eben 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin, als das Imperium entstand. Somit wissen wir, die Zeitrechnung der Republik fing 1000 Jahre vor der Schlacht von Yavin an, die Zeitrechnung des Imperiums 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Viel mehr kann ich dir dazu aber leider auch nicht sagen. Professor Revan schreibt, war Cortosis oder Beskar eigentlich besser? Eine sehr gute Frage, die man per se so nicht wirklich beantworten kann.
Ich habe manchmal so das Gefühl, dass die Leute einfach nur ein lichtschwertresistentes Material haben wollen, vielleicht ein starkes Material, und die Namen werden dann halt mal eben ausgetauscht. Manches Mal ist es Kortosis, manches Mal Beskar, manches Mal Frick, und es ist halt ziemlich random. Klar, bei Mandalorianern taucht eigentlich meistens Beskar auf, aber ansonsten tun die sich eigentlich nicht so mega viel. Ich habe momentan das Gefühl, dass Beskar jetzt auch im Kanon momentan zumindest ein bisschen besser auch gegen normale Blasterschüsse ist als Kortosis und Kortosis eher gegen Lichtschwerter hilft, aber so ganz genau kann ich das nicht sagen. Ein Unterschied, den wir aber bei Beskar und Kortosis zu haben scheinen, wodurch ich im Kampf gegen Lichtschwerter Kortosis sogar noch etwas besser bewerten würde, ist, dass Beskar, ja, das kann Lichtschwerter abwehren. Das heißt, wenn Lichtschwerter drauf trifft, geht es nicht durch Beskar durch. Bei Kortosis ist es aber so, dass Kortosis für einen Kurzschluss sorgt. Das heißt, trifft ein Lichtschwert auf Kortosis, geht das Lichtschwert aus und es braucht ein paar Sekunden, wenn nicht Minuten, bis das Lichtschwert wieder angeht. Was natürlich ein Riesenvorteil von Kortosis ist. Aber gegen Blasterschüsse scheint Beskar, wie gesagt, etwas besser zu sein, auch wenn wir da mit Kortosis eher schwierige Vergleiche haben. Der Crafter schreibt, woher kommen die Lurmen? Das sind die aus The Clone Wars Staffel 1, die Bruchlandung. Und die kommen von Maegito. Und soweit wir wissen, sind die Lurmen auch so die einzig wirklich schlaue, schrägstrich bewusste Spezies, die von Maegito stammen. Das ist der Planet, auf dem Ki-Adi-Mundi in Episode 3 stirbt. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Mortim schreibt, was denkst du, welche Antwort Echo auf die Frage gegeben wurde, was mit Fives passierte? Immerhin sagte Rex ja in der letzten Folge zu ihm, dass Fives ihn vor den Inhibitor-Chips gewarnt hat und er es aber nicht glauben konnte. Und Echo reagierte darauf gar nicht weiter, beziehungsweise hatte ich gehofft, er fragt Rex nach der Wahrheit, was er aber nicht tat. Und immerhin waren sie ja mal beste Freunde. Naja, ich denke, zur Zeit der Republik wurde ihm die offizielle Antwort gegeben, dass Fives durchgedreht ist und versucht hat, den Kanzler zu töten. Und inwiefern er dann später aufgeklärt wurde, bin ich mir nicht sicher. Aber was sagt ihr zu der Frage? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Simon van Kenobi schreibt, was geschah mit den Lichtschwertern der gefallenen Jedi im Tempel? Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir da eine offizielle Antwort zu haben. Ich kann mir allerdings eine von zwei Sachen vorstellen. Sache Nummer 1, sie wurden vernichtet, damit niemand anderes damit noch irgendwas anfangen kann. Sache Nummer 2, sie wurden von Palpatine eingesammelt, beziehungsweise von den Klonen und zu Palpatine gebracht. Und der hat die für irgendwelche bösen Machenschaften genutzt. Immerhin waren da Kyberkristalle drin, die könnten genutzt worden sein, um die Inquisitoren zu versorgen mit neuen Kyberkristallen oder für irgendwelche Sith-Alchemie. Aber ganz genau kann ich dir das leider nicht sagen. Simon69 schreibt, gab es eigentlich eine Ankündigung zu einem Spiel auf der E3? Es gab Ankündigungen zu vielen Spielen, aber ich nehme mal an, dass du Star Wars-Spiele meinst. Und nein. Nein, gar nicht. Es ist wirklich, wirklich traurig, dass Star Wars so überhaupt nicht vertreten war. Bei der Ubisoft-Konferenz hatte ich halt wirklich gedacht, dass da was zu Star Wars kommt, vor allem als dann danach stand, dass es von Massive Entertainment ist, die ja schon angekündigt wurden, dass sie ein Star Wars-Spiel machen, aber nein, sie machen mit genau der gleichen Engine, mit dem ein Star Wars Open-World-Spiel kommen soll, das Avatar Open-World-Spiel. Ist natürlich dann interessant, dass beides Franchises sind, beides Sci-Fi-Franchises, beides mit der gleichen Game-Engine und jetzt erst das Avatar-Spiel raushauen, danach das Star Wars-Spiel kommt. Das heißt, man kann sich das Avatar-Spiel wahrscheinlich angucken, wenn es rauskommt und daraus dann so ein bisschen ziehen, wie das Star Wars-Spiel werden wird. Und ansonsten auf der Microsoft-Pressekonferenz war nichts, Nintendo war gar nichts, obwohl Star Wars Hunters noch dieses Jahr rauskommen soll. Das soll noch irgendwann in diesem Sommer eine Beta bekommen. Warum haben wir dann auf Nintendo nichts zu Star Wars gesehen? Ich verstehe es nicht. Klar, EA hat hier nichts davon gezeigt. Ich fand es schon interessant, dass Battlefield hier angekündigt wurde. Beziehungsweise das war ja noch kurz vor der E3, aber auf der E3 wurde dann ja viel über Battlefield berichtet. Aber EA hat ja schon vor ein paar Jahren angefangen, auf der E3 nicht mehr vertreten zu sein und ihr eigenes Ding zu machen. Und deren eigenes Ding ist halt jetzt erst ungefähr in einem Monat im Juli. Da haben die ihre eigene Konferenz und da werde ich davon ausgehen, dass da mindestens ein Star Wars Spiel angekündigt wird, wenn nicht vielleicht sogar zwei. Es gibt ja Gerüchte, dass Ende des Jahres ein Spiel kommen soll in der Größe und dem Format von Star Wars Squadrons, was ein kleiner, engerer Nahkampfshooter sein wird, vermutlich so in die Richtung von Rainbow Six Siege. Also in Star Wars Begriffen gesprochen wahrscheinlich irgendwas in die Richtung Republic Commando und dass uns vielleicht Jedi Fallen Order 2 oder Battlefront 3 vorgestellt wird, zumindest ein Namen und vielleicht ein klitzekleiner Teaser, aber auf der E3 gab es einfach nichts. Okay, du hattest eine kurze Frage, ich habe eine viel zu lange Antwort dazu gegeben, kommen wir mal zur nächsten Frage.
Omega 566 schreibt, warum machen alle so ein Drama um Omega, wenn sie nicht wissen, was sie kann? Na gut, wer macht denn ein Drama um Omega? Ich habe nicht so das Gefühl, dass so viele Leute ein Drama um Omega machen. Die Kaminoaner scheinen ein Drama um Omega zu machen, aber ich meine, Omega wurde auch von den Kaminoanern hergestellt, also werden die schon wissen, warum Omega denen so wichtig ist? Sei es jetzt ihre Fähigkeiten, ihr Genmaterial, irgendwas, was ihr verpflanzt wurde, dass sie machtsensitiv ist, keine Ahnung, irgendeinen Grund werden die Kaminoaner da schon für haben. Warum die Kopfgeldjäger so ein Drama um die machen? Weil die von irgendwem angeheuert wurden. Seit der letzten Folge wissen wir, dass es zu 99,999% der Fall ist, dass die Kaminoaner so ziemlich alle Kopfgeldjäger angehört haben. Also auch wieder, die machen Drama um Omega, weil die dafür bezahlt werden von Leuten, die eben wissen, warum Omega so wichtig ist. Und warum das Bad Batch so ein Drama um Omega macht? Weil es quasi deren kleine Schwester ist. Die haben ja schon gesagt, dass sie die gleichen Mutationen hat wie die Mitglieder des Bad Batches. Und deswegen sehen sie sie als eine der ihren an. Und selbst wenn sie nicht die gleichen Mutationen hat, Omega hat ihnen geholfen, Omega ist mit denen auf der Flucht und Omega macht das gleiche durch wie das ganze Bad Batch. Und dadurch ist sie halt so ein kleiner Schützling des Bad Batches und die haben geschworen, sie zu beschützen. Und deswegen machen sie das auch und deswegen machen sie auch so ein Drama in Anführungszeichen. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Sultan schreibt, was hältst du von der Doppelmoral, die Disney rund um Star Wars betreibt und wie meiner Meinung nach Kathleen Kennedy dieses großartige Universum mit Problemen aus unserer Welt verseucht? Würde mich freuen, wenn darauf vielleicht eingehen kannst. Ich finde, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Zum einen, welche Doppelmoral? Was genau meinst du da? Würde mich sehr interessieren, schreib's gerne mal unten in die Kommentare, ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Und dann Kathleen Kennedy. Kathleen Kennedy ist die Lucasfilm-Präsidentin und hat natürlich eine Übersicht über sehr vieles. Aber ob sie jetzt inhaltlich in so viel mit drin ist, bin ich mir nicht mal wirklich sicher. Man sollte nicht alles glauben, was irgendwelche Leute einfach so auf YouTube und im Internet posten, was aber vollkommen ohne irgendwelche Quellenlage ist. Das kann wahr sein, es kann aber auch vollkommen falsch sein. Und dieses, das Universum mit Problemen aus unserer Welt verseuchen, das kann nicht dein Ernst sein, oder? Ich meine, hast du schon mal Star Wars geguckt? Hast du die Filme schon mal irgendwann gesehen, die vor Disney waren? Da sind so viele Themen drin, politisch, aber auch ideologisch, die da drin verarbeitet werden. Sowohl in der Originaltrilogie wie auch in den Prequels, in den beiden Versionen natürlich etwas anders umgesetzt, aber da kannst du weder Kathleen Kennedy noch Disney noch Lucasfilm noch irgendwen anders beschuldigen, dass die Star Wars mit Problem aus unserer Welt verseuchen würden, weil das hat George Lucas schon 1977 mit Episode 4 gemacht und danach immer weiter gemacht. Das ist nichts Neues. Und ich glaube, was viele auch immer vergessen, Kathleen Kennedy ist nicht von Disney. Kathleen Kennedy wurde nicht von Disney eingestellt und Kathleen Kennedy wurde auch nicht von irgendwem bei Lucasfilm eingestellt. Kathleen Kennedy wurde einige Monate bevor Disney Star Wars gekauft hat von George Lucas geholt und von George Lucas eingestellt. Und Kathleen Kennedy hat seit Jahrzehnten schon zu Indiana Jones Zeiten mit George Lucas für George Lucas Filme produziert. Das heißt, die ist eine lange, lange Weggefährtin George Lucas und er hat, vermute ich, da schon gewusst, dass er Star Wars verkaufen wird, vermutlich auch schon gewusst, dass er Star Wars an Disney verkaufen wird und hat nach jemandem gesucht, der Star Wars und Lucasfilm weiterführen kann. Das heißt, Kathleen Kennedy ist sozusagen ein Ziehkind von George Lucas, die es jetzt in seinem Namen weiterführt. Und er wird sich da ziemlich gute Gedanken gemacht haben und vermutlich führt sie Lucasfilm genauso weiter, wie es George Lucas gewollt hätte. Deswegen wäre ich mit solchen Aussagen immer sehr, sehr vorsichtig, vor allem wenn die auf Dingen basieren, die halt faktisch überhaupt nicht belegbar sind. Und dann noch die Sache von Herr Kuhfeld. Habe ein Filmposter von Episode 6, bei dem Luke ein blaues Lichtschwert hat. Da frage ich mich, warum? Denn Anakins Lichtschwert ist ja in Episode 5 verloren gegangen und sein eigenes ist ja eigentlich grün. Na, das hat technische Gründe, denn eigentlich war es wirklich geplant, dass Luke ein neues Lichtschwert macht, aber das halt auch blau ist. Die ursprüngliche Idee war, dass die Guten in Star Wars blaue Lichtschwerter haben und die Bösen rote Lichtschwerter und mehr Lichtschwertfarben gibt's nicht. Dann kam allerdings das Problem dazu, dass Episode 6 auf Tatooine spielen sollte und da sehr, sehr viel blauer Himmel ist. Und die haben es probiert und haben es probiert und haben es probiert. Allerdings konnte man hinterher das Lichtschwert vor dem blauen Himmel nicht mehr wirklich gut erkennen auf Tatooine. Deswegen musste das blaue Lichtschwert in ein grünes Lichtschwert umgewandelt werden. Das heißt,
im ursprünglichen Marketing und in den ursprünglichen Ideen zu dem Film war Lukes Lichtschwert immer blau. Nur die technischen Gegebenheiten haben halt dafür gesorgt, dass es grün werden musste. Ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Das war aber auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr mir jetzt selber eine Frage stellen wollt, die ich nächsten Montag in meinem nächsten Community-Video beantworten soll, haut sie hier unten in die Kommentare. Damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.